So, willkommen zurück bei Demon's Souls. Und in diesem Part gehen wir mal das Tal der Schändung an. Genau. Jetzt merke ich gerade, ich habe eine Sache vergessen. Beziehungsweise eine Sache nicht bedacht. Ich wollte eigentlich mal in Menschenform durch diese Welt gehen. Aber dann verschwende ich mehr oder weniger einmal gratis zu Mensch werden. Deswegen einmal nochmal hier. Haha! Ja. Damit die Welt schwärzer wird, das ist, denke ich mal, eigentlich sogar besser, weil ich werde ja eh nochmal zu Mensch, wenn ich den Boss töte, und ich bezweifle einfach, dass ich hier sterben werde auf natürlichem Wege. Also, naja, mehr oder weniger natürlichem Wege. Ich meine, natürlichen Tod wird mein Charakter nie sterben. Es wird immer unnatürlich sein, entweder runterfallen oder aufgespießt werden oder whatever. Aber ich habe jetzt halt eigentlich echt schon einen ziemlich overpowerten Charakter. Vor allem für diesen Teil der Welt. Die ersten Teile von Welten. Nur weil das die fünfte Welt ist, ne? Das heißt nicht so viel. Man kann das immer noch mit Low-Charakteren spielen. Es ist eigentlich auch so im Großen und Ganzen eher so designt, dass man praktisch immer die ersten Welten früh durchspielen kann, sozusagen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, erstmal hier hinzugehen. Kriegt einen Morgenstern. Und dann springt man hier runter, genau. Und tritt das hier. Dann kommt man hier nämlich hin. Dann kriegt man hier oben einen Gottestalisman und Witwenlotus. Witwenlotus ist gegen Seuch. Ich glaube, das habe ich aber schon mal erwähnt. Aber keine Ahnung, ich erwähne es einfach nochmal. So, dann geht man hier hin. Hier kann man, wenn man will, auch wieder nach oben. Schaue ich nochmal, ist hier noch irgendwas? Nope. Machen wir mal die ganzen Leute hier weg. Die stören ja nicht schlecht. So. Dann zack, kann man hier runterfallen. Eine angesehene Heldenseele. Und Sichelmondgras kann man sich mitnehmen. Nochmal weiter runter und nochmal Sichelmondgras ein bisschen. Zack. Ring der magischen Stumpfheit. Der ist, glaube ich, dafür da, dass man weniger Magieschaden macht, aber dafür auch genau Magieresistenz bekommt. Wartet mal kurz. Ist das ein schwarzer Phantomgegner? Die Welt ist doch... Ich meine, mein Bildschirm ist halt... Also mein Monitor ist mega hell, aber als ob das schon pechschwarz ist, die Welt. Das würde mich so wundern. Also es würde mich echt wundern. Aber gut, so, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Da bin ich jetzt echt... Also da bin ich jetzt echt gespannt oder auch ein bisschen erstaunt. Falls es so sein sollte, weil so schwarz sieht es nicht aus, wenn man mal ganz ehrlich sein soll. So dunkel ist es beim Tal der Schändung noch nicht, finde ich. Das sieht eigentlich noch relativ hell aus, meiner Meinung nach. So, hier ist man wieder, genau. Mal nur mal schauen und kontrollieren, dass hier auch keine Items sind, welche man eventuell vergessen könnte. Okay. Ja, gut. Ja, nicht schlecht. Da ist halt tatsächlich... ...tatsächlich ein schwarzes Phantom. Heißt, wir haben eine pechschwarze Weltentendenz. Ja, krass. Das wird ja dann doppelt witzig. Cool. Nice. So, dann machen wir den erstmal kaputt. Gehen jetzt hier mal schon mal durch.
Ah ja, dann können wir uns hier schon mal Königslotus mitnehmen. Das ist praktisch. Königslotus werde ich im nächsten Gebiet auf jeden Fall brauchen. Sichelmondgras, schwarzes Terpentin. Das hat das Phantom fallen gelassen. So, dann droppen wir einfach mal hier runter. Zack. Sagen Hallo zu denen, die sich da drin versteckt haben. Können noch hier viel mehreren Augensteine mitnehmen. Genau, und wenn man dann von hier. Oh. Nice. Matschsteinscherbe. Ich sagen, wo eine Soldatenseele. Noch eine. Oh lol, das lebt. Also der Gegner. Hier muss man ein bisschen aufpassen, man sollte sich nicht zu nah an diesem Gegner, an diesen Gegner ranstellen. So, hier kriegen wir eine Marksteinscherbe. Und einen Segensstreitkolben plus 1. Der Segensstreitkolben, der, ich weiß jetzt nicht mehr welcher Upgrade-Path das ist, aber der hat auf jeden Fall auch HP-Regeneration. Heißt, würde ich den jetzt noch anstelle von meiner Waffe wählen, hätte ich einfach die ultimative HP-Regeneration. Oh, und ich hätte vorher nicht durch dieses Ding gehen sollen, durch das, durch die Nebelwand. Weil sonst wäre hier jetzt eine Nebelwand. Und das ist richtig praktisch, weil die Ratten laufen dann gegen diese Nebelwand. Und man kann die sich richtig schön einfach, man kann sich das dann halt richtig schön einfach machen, indem man die dann wegmacht. Die können nicht durch die Wand und eigentlich angreifen. So, da haben wir hier einen NPC. Won't you buy something? My poor child is hungry. Ja, guten Tag, befleckte Frau. Gucken wir erstmal, was sie hat. Also, sie verkauft auf jeden Fall Gräser zu einem eigentlich ganz anständigen Preis. Kann man auch Königs- und Witwenlotus holen. Und schwarzes Terpentin. Wie viel mehreren Augensteine kann man hier holen? Was irgendwo natürlich schon praktisch ist. Aber im Großen und Ganzen nichts, was ich nicht irgendwie schon hätte oder so. Ja, Kriegspickel und Hellebarde ist eigentlich ganz cool, dass man das hier kaufen kann. Und Gottestalisman, den findet man halt wortwörtlich einfach nur ein bisschen vor dieser Stelle. Also ist der etwas egal, dann ja, eine Rüstung ist nichts zu Beeindruckendes. Reden wir lieber mal mit ihr. You don't deserve to die. So let me give you some advice. This place is buzzing with pests, fattened on a diet of souls. In order to protect yourself, you must keep a lotus with you. The price of survival can never be too high, can it? Ja, ja. Was sagst du noch so? How many years has it been? That witch Astraea came to this valley with that squid-headed knight. Those ridiculous white robes of hers. I swear I caught her glaring at my son in disgust. Yes, yes, it's true, she is as nasty as they come. And she's a demon to boot. Doesn't surprise me. Ja, Astraea wurde ja schon öfters mal erwähnt, unter anderem von den Leuten von St. Urbane. In order to protect yourself, the price... Okay, mehr sagt sie nicht. Curses, I wasted my breath on you. Did that witch send you to torment me? Niemand hat mich geschickt. Außer mein Abenteuerdrang. Yeah. So, hier kann man noch ein bisschen Gegner killen. Wie gesagt, hier nicht zu nah dran gehen. Die vergift nein oder verseucht nein. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Jedenfalls einfach nicht zu nah dran gehen. So, dann kann man hier noch. Genau, hier Heiligengewand, Heiligenhandschuhe, Heiligenstiefel und ephemeren Augenstein. Ich glaube, das ist das Set von St. Urbane. Meine ich. Dann kommt man hier irgendwo zurück. Hier muss man auch aufpassen.
Ui. Dann haben wir hier noch eine Matschsteinscherbe. Eine unbekannte Heldenseele. Dann zeige ich euch kurz, wo wir dann sind, wo man noch rauskommen könnte. Ja. Hier waren wir vorhin, hier habe ich dann noch das Item mitgenommen und da hinten bin ich dann darunter gedroppt. Okay, dann können wir ja jetzt weitermachen. Au, au, das habe ich total vergessen. So, ich glaube, die droppen auch. So, den hier locken wir am besten einfach mal hier hin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Einfach einen Angriff baiten und drauf. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Demon's Souls, da fand ich die richtig nervig, die großen, aber irgendwann hat man halt rausbekommen, wie die funktionieren und so, und dann merkt man, dass die halt eigentlich echt gar kein Problem sind. Ich meine, gut, die schwarze Phantom-Variante von diesem Gegner kann einen, je nachdem, was für ein New Game Plus Level man hat, teils auch dann noch echt one-shotten, also man darf sie nicht unterschätzen. Und wir sind hier immer noch in pechschwarzer Weltentendenz offensichtlich, was mich echt, echt hart wundert. Weil so oft bin ich hier drin auch noch nicht gestorben. Und naja. Eigentlich auch egal. Dann hätte ich mir das Sterben am Anfang auf jeden Fall schenken können, hätte ich das früher gewusst. Ui. Okay. Ist aber noch nicht der Boss, oder? Oh Gott, doch. Wow, ging das schnell. Aber ja, Tatsache. Ich glaube, das ist echt schon der Boss. Na dann, let's go. Okay, Blutsauger. An sich auch nicht unbedingt ein Problem. Zuerst muss man aber natürlich runter zu ihm. Ich versuche einfach mal aus Spaß, an der Freude, hier normal runter zu laufen, ohne runterzufallen. Man kann natürlich auch runterfallen. Aber warum nicht? Nur so ein bisschen extra. Gucken wir mal. Eine Saugsteinscherbe. Genau, und hier kriegt man auch konstant HP-Verlust. Sichelmondgras. Matschsteinscherbe. Sichelmondgras. Noch mehr davon. Au. Noch mehr Sichelmondgras. Das liegt hier ganz schön viel. Das liegt hier echt ganz schön viel. War das alles? Ich glaube, das war alles. Der heilt sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen. Ich meine, gut. Arg viel wird er uns nicht antun können. Ja, krass, ja, krass. Ich guck ganz kurz nochmal hier rum. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, ob vielleicht oben irgendwo noch ein Item lag. Ich gehe ganz kurz nochmal nach oben so ein bisschen und verschaffe mir nochmal einen Überblick. Das habe ich nämlich irgendwie vergessen.
Aber ich glaube, hier drin lag nichts mehr. Weiß nicht, ob hier vielleicht nicht auch noch irgendwie ein Bogen war, weil das liegt ja nahe, weil man hier theoretisch voll den Platz hätte dafür, aber nee, da ist nichts mehr. Okay. Jetzt kriegen wir hier natürlich auch keinen Schaden mehr, die ganze Zeit in dem Wasser, jetzt wo der Boss nicht mehr da ist. Dann zappelnde Dämonenseele und wir berühren den Keilstein. Ja, krass. Oh, jetzt weiß ich, glaube ich, was ich vergessen habe. Ich habe gar nicht am Anfang hier vorgelesen, wo wir hingehen. Nämlich ins Tal der Schändung. Dieses feuchte Tal ist die Ruhestätte der Vergessenen. Seine von Gift und Pest verseuchten Bewohner greifen alle Passierenden an, in der Hoffnung, ihre Seelen der Frau zu opfern, die ihnen Mitleid zeigte. Da wird übrigens von Astraea gesprochen, die wir natürlich auch noch treffen werden. Aber gut. Dann war es das tatsächlich schon mit Demon's Souls. Diesen Part. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.